geht's dir? Gut, wie geht's dir? War der Urlaub? Gut. Mit Bronco, müssen wir auf die Beine. Ja, Woche Mallorca. Okay. Woche? Preisgünstig, so außerhalb der Ferien, war gut. Wenig Tourismus. Dementsprechend das Wasser sehr klar. Also kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Schon dumm, wenn man in der Winterpause wegfährt oder jetzt nächste Woche in Schulferien, ne? Ja, ja. Kannst nicht alles aussuchen. Und sonst? Alles beim Alten. Ich versuche heute individuell zu trainieren. Mal wieder Fußballschuhe an auch. Ne? Fange ich jetzt mal mit Laufen an und dann mache ich, glaube ich, hier mit Markus, unserem Physiotherapeuten, ein bisschen was. Wenn es gut läuft, dann steigere ich die Woche. Drück mal die Daumen. Wenn es nicht gut läuft, dann fliege ich wieder nach Mallorca. Viel Spaß. Mein Gott, ey. Was ist denn heute? Heute ist Montag, heute Abend 19:54 kommt. Richtig, zusammen aus dem Tal. Aber wir bleiben heute im Tal und nicht aus dem Tal. Wo sind denn die Bellsäcke? Also. Ach mehr, guck mal, hier hinter mir ist ein Ballsack. Zack. Fantastisch machst du das. Guck mal, da sitzen sie wie die Spatzen auf dem Zaun. Heute wurde auch gearbeitet. Husko, hat der Ball geschmeckt? Ja. War sehr lecker? Super, super. Zeig mal. Nichts geworfen. Schöne Nase. BG wäre sonst gewesen. Phil geht mit deinem Fingern, die Fans fragen. Alles gut. Zeig mal. Dr. Potz hat das geregelt, Mensch. Ich hab geregelt. Super. Hier, FC Tracker. Tobias, wie fühlen Sie sich nach der Kunstrasen-Einheit? Kein Kommentar. Dorim? Gut. Zeig mal. Zeig mal von oben, Vogelperspektive, diese Haare. René löschen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht mal richtig laut. Hat sie so laut, du kannst einfach. Nein, mach ich nicht. Das ist ja voll eklig. Das ich werde schon. Du willst auch Trainer werden, oder? Ja, aber ich pfeife so. Mal gucken, wie heute pfeifen kannst. Pfeifst du noch? Aber warte, Durin kann das gut, weil er eine Pfeife ist. Siehst du? Hab ich ja gesagt. Das ist eine richtige Pfeife. Ja, das war aber ganz komisch. Ich hab jetzt nie eingeguckt. Hier gibt es Unstimmigkeiten zwischen Ada und Terra. Das ist ein Gehfehler, Bruder. Ich hab hier auch einen hinten reinbekommen. Okay. Ich war komische Bewegung auf jeden Fall. War faul für dich. Nein, das nicht, aber. Ja, weißt du, was ich meine? Richtig gut. War für mich also. Ich hab's so. Paul, wir waren die letzten 20 Minuten des Trainings. Ereignisreich? Nein, relativ. Da wollen wir nicht drum herum lügen, ne? Also hat der Ilan gut verteidigt? Was? Der Glöckner, was sagen wir zu seinem Kopfballtor? Hat sich das angedeutet in der Woche? Das weiß ich jetzt nicht, aber... Also ich kann mich da an so eine Flankenform erinnern, wo die Bälle im SAZ gelandet sind. Aber wir haben Freudenberg trainiert, aber wir sind hier runtergefallen. Was sagen Sie dazu, zu Ihrer Verteidigung? Hebst du mal für Spieltag auf, ne? So sieht's aus. Sehr gut. So wichtig, oder? Ja, absolut. Ich sag immer, Samstag gibt's Geld, nicht Mittwochs. Oh, Terra, zeig mal den Fans. Hey. Wer war das? Alter, guck dir diesen Vorder an. Adai war das? Alter, boah. Was hast du für ein reines Blut, ja? Ist gut, gell? Reines Blut. Weißt du warum? Viel rote Betesaft. Viel rote Betes. Das schmeckt ekelhaft, ne? Rote Bete ist widerlich. Ekelhaft. Ist das Schlimmste, was es gibt. For the recovery. Ja, aber du professionell. Aber warte, eine Sache möchte ich noch erwähnen, stopp. Achtung. Die Schuhe sind sehr gut gebunden. Hast du was vergessen? Geil, oder? Nee, wirklich, die Schuhe sind top gebunden. Das richtig. Das von dieser Klatsche da vom Bolle. Guck mal hier. Ja, ja, da auch noch. Ah, guck mal, das ist ein Krieger. Bei dir? Adai fault nie, Alter. Jetzt bei dir nicht. Bei dir nichts. Babyoli. Babyoli. Danke. Zuschauer des Tages, Klaus. Was machst du morgen? Morgen? Boah, morgen muss ich im Studio Gas geben. Kleine bisschen Pumper-Bizeps wieder aufpumpen. Weiß, ich pumpe nur das, was man in der Disco sieht. Und danach gucke ich mir das wundervolle Spiel von uns an, irgendwo in einem Bezirk von Oberhausen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber das werde ich noch erfahren. Hast Bock? Auf jeden Fall. Ich möchte sehen, dass der Ilhan fehlerfrei spielt. Einfach und fehlerfrei spielt. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Tamam? Ein Mann, ein Wort. Okay. Für die Fans. Für die Fans. Wir werden ihn bewerten morgen. Am spätestens Mittwoch nach dem Spiel sehen wir uns wieder. Dann werden wir mal quatschen, ob das hier geklappt hat oder nicht. Verlässt die Bälle, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir sind da mit den Knien drauf und dann musst du halt viel Koordination, Stabilität, ne? Weil du kannst dann runterfliegen. Und dann haben wir unsere Bälle geworfen, Kopfball, ne? Und wer hat das einzige Tor gemacht? Per Kopf. Und der kam nicht mal Danke, er hat mich nicht mal gesucht auf der Tribüne. Kevin Hagemann. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit fürs Video. Ich muss jetzt hier. Hast du noch einen Gruß für die Fans? Oh, warte mal ganz kurz. Durch und durch. Das ist eine absolute Lüge. Ich schließe ab. Ein Profi durch und durch. Ja, ich schließe ab. Das ist Wahnsinn. Das
Steve, warum lügst du so? Ja, Hage, was brauchst ich glaub du? Ich glaube schon, dass er es ernst meint mittlerweile. Also vorher hätte ich es ihm nicht geglaubt. Aber ich glaube, ich habe mich da auch entwickelt. Ne? Ja, Hage, was macht der Fuß des Tals? Ich wünsche dir was. Ich was sage, macht der Fuß des Tals? Leon, vor mir zurückgeht. Mit Seele durchtrennt. Der arme Kerl. Gute Besserung, Leon, an der Stelle. Wirklich. Guck mal, das muss nach oben. Mhm. Okay, ja, das haben wir schon mal. Alles klar. Ist hier irgendwas Magnetisches? So, warte mal. So, und jetzt brauche ich Mokka. Ich weiß, dass du das kannst. Komm. Was soll ich denn machen? Was die Markus sagt, das Schwämmchen haben wir nass gemacht, haben wir erledigt. Das kommt nach oben. Mhm. Auf dem Fuß. Mhm. Haben wir. Und das kommt nach unten. Mhm. Haben wir auch? Oder schwer? Haben wir. Ne, das ist gut. Warte. Ja, einmal kurz. Ich habe beides. Warte. Doppel-R. So. Das ist auch... Das seht ihr, wie der fachmännisch hier gearbeitet wird? So, und jetzt? Die medizinische jetzt ziehst du mal weiter. Jetzt, genau, jetzt ziehst du mal weiter. Aber du musst auch ein bisschen Spannung draufkriegen. Ja, ich muss aber ja auch filmen hier, ne? Ich bin ja auch... Spannung! Ich bin ja auch hier für zusammen aus dem Tal unterwegs, ne? Also, das ist schon wichtig hier, Kevin. Okay. Okay. Dann. So, Fans, seht ihr hier, wie ich den Hage, ich wasche hier die Wäsche, ich behandle Hages Fuß, ich mache alles. Hage, deine Zähne. Ich hoffe, mein Fuß ist nicht drauf. Nee. Guck mal, der rechte ist schön, guck mal, oder? Weiß ich jetzt nicht. Sag ich mal deine? Ich musste Fußpflege. So, und jetzt haben wir einen Vertrauensdeal. Du musst an den mittleren Knopf drehen, bis ich was merke. Ja. Und möglicherweise... Kommt da schon was gleich? Deswegen bitte nicht zu schnell dran drehen am Rad, Alter. Oh, da habe ich aber jetzt mal. Merkst du schon was? Nee. Oh, langsam passiert was. Ich muss aber vorsichtig sein. Oh, jetzt piept's schon. Denk dran, damit macht man keinen Spaß, ne? Nee. Mach ich ja nicht. Du musst es Stopp sagen. Da würde schon mal gerne richtig aufdrehen den Arm, ne? Ich bin schon mal 60. So ist okay. Ich bin schon 69. Wie viel sind wir? 69. So viel hat da noch keiner, glaube ich, ne? Ja. Und ist es gut oder noch ein bisschen mehr? Noch ein bisschen mehr. Oh. Aber so. Nur ein bisschen. Ah ja, das ist zu viel. Ein bisschen mehr noch? Das ist sehr gut, ja. Ja? Mhm. Vielen Dank. Okay, Hage. Jetzt erzähl mal. Nee, jetzt erzähl doch mal. Nein, Hage. Ich habe jetzt keine Zeit zu erzählen. Doch, du liegst ja hier gerade rum. Nein, ich gucke mir jetzt hier den Kader für morgen an. Den Kader gucken wir uns an für morgen. Ja, gucken wir uns den Kader mal an. So, Deming wieder nicht dabei. Sebastian Deming. Patzler hat wieder Urlaub. Ja, das ist klar. Rosinen rauspicken, ne, Patzler? Genau. Deming wegen Trainingsleistung, ne? Hage auch wieder wegen Hage guter wegen Leistung. Trainingsleistung auch nicht gepasst. Philipp Hanke, das ist ein Schauspieler, ne? Ja. Aber Philipp Hanke macht das dritte Mal Papa diese Woche. Oh, also wenn ihr das am Montag seht, sollte das Baby eigentlich schon da sein. Darfst du das sagen, oder? Das darf ich sagen, ja. Das ist ein geplanter Kaiserschnitt. Am Freitag. Schon Detailwissen jetzt hier, ne? Ja, klar. Okay. Ja, liebe Fans, hier haben wir den Spielertrainer Rafa Steinmetz. Der hat ja auch beim BSV gespielt. Rafa, hast du ein paar Worte ja, vor dem Spiel? Der eine oder andere kennt mich ja noch positiv, der andere oder andere negativ. Ja, ich sag mal, ich freue mich sehr, ne, vor allen Dingen auch gegen Ex-Verein. Auch wenn es eine kurze Zeit war, war sehr lehrreich, aber trotzdem, ich glaube, sehr, sehr schön generell. Hat auch immer Spaß gemacht, im Stadion am Zoo zu spielen. Sehr, sehr gute Kulisse. Ne, dementsprechend hoffe ich natürlich, dass heute auch die Kulisse hier ist und ja, dass die Wuppertaler nicht so viel zum Feiern haben. Rafa, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist das Spiel vorbei, natürlich, weil wir gehen ja immer montags um 19.54 Uhr. Das weiß man ja als treuer Fan von Zusammen aus dem Tal. Du hast mit Püttlik, Hage und Geiter, glaube ich, noch zusammengespielt. Ja, ne? Genau. Aber Geiter ist jetzt sportlicher Leiter. Pütti spielt, darf heute ausnahmsweise mal trotz roter Karte mal wieder. Kevin, Grüße an dieser Stelle. Hage ist leider noch verletzt. Freut euch aufs Duell mit Pütti. Ihr könnt ihr auch aufeinandertreffen am Spielfeld? Ja, ich hoffe nicht. Also ich glaube, gegen Kevin ist immer eklig zu spielen. Da bleibe ich lieber aus dem Zweikampf raus. Da haben wir noch eine lange Saison vor uns. Naja, aber klar, es ist immer, glaube ich, auch die anderen kennt man ja einfach alle aus früheren Regionalliga-Zeiten und macht ja Spaß, eher gegen so welche zu spielen. Vor allen Dingen auch für meine Jungs, als wenn wir jetzt, weiß ich nicht, gegen irgendeinen Landesligist spielen. Das ist ein Highlight und gegen so Spieler dann zu spielen, ist, glaube ich, immer eine Erfahrung wert. Was habt ihr euch vorgenommen fürs Spiel heute? Wie wollt ihr uns bespielen? Ja, am besten so lange wie möglich die Null halten. Ne? Der Rest kommt entweder von alleine. Ich glaube, die eine oder andere Chance werden wir definitiv kriegen.
kommt halt nur drauf an, dann bei welchem Spielstand. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg, dass es trotzdem ein heiles Spiel für euch wird und ja, dass wir uns am Ende trotzdem durchsetzen. Danke und auf jeden Fall alle gesund bleiben. Gutes Spiel. Vier Tore kassiert, haben nur drei geschossen. Für mich ist das eine Vollkatastrophe. Also geht da raus und haut die Ecke! Die Mannschaft, für die wollen auch diese Mannschaft.